Das hätte ich mir vor 2 Wochen auch noch nicht träumen lassen, dass ich jetzt schon wieder da bin und dass uns zu Ehren dieses Glockenspiel erklingt. Ich werde versuchen, ein bisschen lauter zu sprechen. Letzte Woche war unser Freund Werner Sauerborn in Istanbul und im Moment ist noch Tom Adler in Istanbul. Beide mit in ihrem Gepäck mit einer Grußbotschaft und einer Solidaritätsbotschaft der dort Demonstrierenden, die nicht demonstrieren durften, im Gegensatz zu uns. Die Verhältnisse dort sind natürlich ganz anders als unsere hier, aber trotzdem der zentrale Satz, den möchte ich Ihnen vorlesen. Wir freuen uns, dass der Gezi-Park erhalten werden konnte. Das heißt, der Bürgerprotest hat in der Sache einen Erfolg gehabt. Und hoffen, dass ihr diesen Erfolg verteidigen könnt. Wir hoffen mit euch, die Einstellung der Gerichtsverfahren gegen Bürger und Bürgerinnen, die nichts anderes getan haben, als für ihr Recht auf eine menschenwürdige und lebenswerte Stadt einzutreten und die Freilassung aller in diesem Zusammenhang Inhaftierten. Also dieses Ziel der lebenswerten Stadt ist ja auch unseres. Wie wir die Luft zum Atmen brauchen, ist das Recht, sich öffentlich zu versammeln, eine Existenzbedingung jeder Bürgerbewegung und Grundlage für die die Bürgerrechte achtenden Kultur. Dem ist nichts hinzuzufügen. Liebe, immer wieder ihr Rückgrat zeigenden, also Rückgrätigen oder auch nur ob es 21 grätigen Mitmenschen. Die Kette der schier unglaublichen Nichterfüllung aller Behauptungen der Bahn und ihrer Helfer reißt nicht ab. Letzte Woche hat uns Hans Heidemann im Namen seiner Fachgruppe der Ingenieure gegen S21 von dieser Bühne berichtet, dass Wasserproben aus einem der Schluckbrunnen des sogenannten Grundwassermanagements aus dem Abflussrohr in den Neckar stark überhöhte, unzulässige Werte von Rost enthalten und von anderen Stoffen, die laut der genehmigten Planfeststellung nicht drin sein dürften. Unser Verdacht, die Grundwassermanipulationsanlage sei vergleichbar mit dem Sand, den das Sandmännchen den Kindern, damit sie träumen, nachts in die Augen streut, sind offenbar mehr als berechtigt. Seither warten wir auf eine Reaktion der Stadt. Sie hätte allen Grund, den von Hans Heidemann erhobenen Vorwürfen nachzugehen und in eigener Regie gegen und weitere Proben zu nehmen. Hat sie das? Wie ich in der letzten Woche auf meine Nachfrage aus inoffizieller Quelle erfuhr, sei das Städtische Amt für Umwelt mit Gegenproben beauftragt worden. Wir wollen das gerne glauben. Doch wundert es nicht nur mich, dass die Stadt es noch nicht für nötig hielt, die Öffentlichkeit von diesem Auftrag oder von einem ersten Ergebnis oder einem Zwischenergebnis zu informieren. Wir erwarten voller Ungeduld eine entsprechende Information der Stadt, denn wir und die Stuttgarter Bürger und Bürgerinnen haben wohl ein Anrecht auf eine offizielle Bestätigung
bzw. Ergänzung der hier vorgestellten beunruhigenden Wasseranalysen. Bei meinem Vergleich mit den Sandmännchen kam mir noch ein weiterer Vergleich in den Sinn. Unser jahrelanger Kampf gegen die Bahn und ihre unerfüllbaren von CDU, FDP und der Überzahl von SPD-Mitgliedern kritiklos nachgebeteten Prophezeiungen gleicht einem sehr ungleichen und unfairen Kampf, in dem unsere Gegner alle Argumente, alle Fakten ignorieren, verharmlosen, bestreiten oder in Nebel hüllen dürfen. Und in denen es noch keinen Richter gab, der diesem unfairen Kampf ein Ende bereitet. In einer großen Arena steht ein korpulenter Boxer, der sich vor seinen Fans gebrüstet hatte, er sei unbesiegbar und wolle sich ihnen gegenüber in Stuttgart in einer großen Show präsentieren und seine Muskeln spielen lassen. Die Fans hatten für ihn eine riesige Halle in Stuttgart reserviert und versprachen sich einen großen Gewinn aus dieser Veranstaltung. Sie erwarteten, nicht zu Unrecht, ein breites, zahlendes Publikum. Doch kurz vor dieser Show präsentiert sich ein Herausforderer, deutlich kleiner von Wuchs und mit kürzeren Armen. Die Veranstalter der Show wiegten sich in Sicherheit. Wussten sie die Mehrzahl der Menschen im Publikum und die Punktrichter auf ihrer Seite. Der Kampf zwischen den beiden Kontrahenten war von Anfang an höchst ungleich. Der Dicke durchquerte fast nach Belieben den Ring und schob den Kleinen kampflos vor sich her. Der aber, wendig und schlau, vertraut immer noch auf seine Reaktionsschnelligkeit und landet immer wieder einen empfindlichen Treffer, den der Dicke wegschluckt und weglächelt. Langsam, aber stetig wächst die Zahl der vom Kleinen gesetzten Treffer, die ihn nach den Regeln des Wettkampfs eigentlich zu einem Punkte plus verhelfen müssten. Doch die Punktrichter reagieren nicht. Sie stellen sich blind und folgen dem Gejohle der vielen Fans des Dicken. Der Ringrichter hat nicht den Mut, den Dicken zu ermahnen oder den ungleichen Kampf abzubrechen. Auch die Sportredakteure der Medien wagen es nicht, gegen die in der Halle versammelte Mehrheit von Menschen und Geld anzuschreiben und das Geschehen zu kommentieren. Sie beschränken sich lange Zeit über auf Nebenthemen des Kampfes und erlauben dem Stall des Dicken über den Kleinen und sein Umfeld zu lästern. Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. Das Gleichnis hat noch Plätze frei für unabhängige Gerichte und Richter ohne Angst vor dem wirtschaftlichen und politischen Establishment. Und für unabhängige Politiker ist auch noch Platz. Und dem Dicken droht noch der Infarkt infolge seiner Unbeweglichkeit, seinen eingeschränkten Sinneswahrnehmungen. Und es droht ihm die Gefahr, dass ihm seine tönernen Füße wegbrechen. Und das zunehmende Defizit bei seinen Aufwendungen und Werbemitteln. Der Kleine aber
lässt sich immer noch nicht einschüchtern. Er denkt weiterhin, er deckt weiterhin die Schwächen seines Gegners auf. Und wir, seine Fans, bleiben an seiner Seite, bis wir gemeinsam Aktionsbündnis gegen S21.